Ich war wie du auch lange Zeit auf der Suche nach dem perfekten Fotorucksack und habe ihn für meine Bedürfnisse entdeckt, den perfekten Fotorucksack. Der Shimoda Explore 30 V2. Vorab, was bin ich für ein Fotograf? Wofür benutze ich diesen Rucksack? Nun, zum einen bin ich ein Landschaftsfotograf, das heißt, ich fotografiere viel draußen in der Natur. Zum anderen bin ich aber auch Drohnenpilot, das heißt, ich habe meine DJI R3 des Öfteren mit unterwegs und ich bin Wildlife-Fotograf, bedeutet, ich fotografiere Wildtiere draußen und dieses ganze Equipment sollte in einen Fotorucksack passen, weil ich oft alles drei dabei habe, also meine Hauptkamera, das große Teleobjektiv und die Drohne und das alles geht in diesen Rucksack rein, aber der Reihe nach. Wir fangen von außen an. Nun, das Material ist ein tatsächlich sehr, sehr robustes Material. Wenn es einmal dreckig geworden ist, könnt ihr es ganz einfach mit einem Feuchtlappen abwischen und der Rucksack sieht aus wie neu. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool und sehr durchdacht, weil man mit so Fotorucksäcken ja draußen in der Natur unterwegs ist. Zu den Fächern. Ihr habt vorne ein halbgroßes Fach und dieses Fach ist für mich persönlich mein persönliches Fach. Hier habe ich Gegenstände drin, wie zum Beispiel ein Mikrofasertuch oder Taschentücher etc. Dieses Fach geht unten bis zur Naht und das reicht für meine persönlichen Gegenstände aus. Das zweite Fach ist quasi hier vor Kopf und in diesem Fach habt ihr nochmal zwei separierte Reißverschlüsse und hier habe ich dann Ersatzakkus drin für die Osmo Action 3 oder aber auch für die Sony-Kamera. So weiß ich immer direkt, wo meine Akkus sind. In diesem Fach habt ihr nochmal eine Unterteilung durch quasi so einen Gummizug. Und hier passt ein 16 Zoll MacBook geht hier rein. Dieses Fach geht bis ganz unten, etwas tiefer als die Naht. Und ganz unten habe ich dann noch ein paar Gurte, falls ich vorne an diesem Rucksack irgendwas dran gurten möchte, wie zum Beispiel eine Extrajacke, die ich im Winter mitnehme, etc. Die Gurte habe ich immer dabei. Falls es mal irgendwie warm wird und ich die Jacke dann noch nicht brauche, geht die Jacke einfach vorne dran und stört mich dann nicht mehr. Das dritte Fach ist quasi hier oben. In diesem Fach habe ich aktuell eine Regenjacke verstaut. Ihr seht, da geht auf jeden Fall genug rein. Und das Regencape des Rucksacks wirkt jetzt ein bisschen groß, kann man aber auch tatsächlich ganz klein falten. In diesem oberen Fach hier oben habt ihr nochmal zwei separate Reißverschlüsse mit weiteren Staumöglichkeiten. Und da habe ich dann für mich die Gegenstände, was das Vlogging angeht. Also das heißt, ich habe da Handyhalterungen drin, ich habe da Magnetanschlüsse drin für die Osmo Action und das ist so ein bisschen das Krimskramsfach für mich. Das letzte Fach von oben ist quasi auch das größte Fach und in diesem Fach habt ihr nochmal einen Mesh-Einsatz mit einem Reißverschluss. Dieser Reißverschluss ist auch auf der anderen Seite zu öffnen, sodass ihr auch von dem Rückenteil an eure Gegenstände kommt. Und in diesem Fach, ihr glaubt es kaum, geht tatsächlich mein Sony 200 bis 600 rein. Ohne dass die Kamera angeschlossen ist, diesen Tod musste ich sterben, ich musste einen Kompromiss machen. Aber wenn ich mit dem Sony 200-600 unterwegs bin, habe ich das meistens eh nur für den Weg hin und zurück in dem Rucksack. Und wenn ich dann mit dem Objektiv unterwegs bin, habe ich das meistens eh nur umgehangen. Von diesem großen Fach habt ihr direkt die Zugriffsmöglichkeit auf die Core Unit, die seht ihr. Und ihr könnt auch hier, habt ihr die zweite Möglichkeit, einen Laptop zu verstauen. Die Seiten. An den Seiten habt ihr auf beiden Seiten jeweils die Möglichkeit, eine kleine Tasche rauszuziehen. Und in dieser Tasche habe ich bei mir eine Trinkflasche drin und auf der anderen Seite das Stativ. Könnt ihr festmachen mit zwei Gurten, dann wackelt auch nichts hin und her. Von der einen Seite habt ihr die Möglichkeit, direkt auf eure Kamera zuzugreifen. Das heißt, wenn ihr irgendwie
landschaftsmäßig unterwegs seid oder im Zoo etc., dann braucht ihr die Kamera nicht immer in der Hand halten, sondern könnt von der Seite einfach direkt drauf zugreifen. Auf der anderen Seite sieht das ganz ähnlich aus, nur hier könnt ihr nicht auf die Kamera drauf zugreifen, sondern ihr habt hier nochmal zwei Reißverschlüsse, wo ihr Filter drin verstauen könnt. Als Beispiel habe ich jetzt hier den Objektivdeckel vom 16-35 und ihr seht, dass das hier ganz einfach reingeht. Kommen wir zur Funktionalität bzw. zur Bequemlichkeit des Rucksacks. Ich habe zwei Fotorucksäcke hier, die ich schon seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren, in Benutzung habe. Und ich hatte auch schon andere Rucksäcke ausprobiert. Und der Shimoda Explore ist der für mich bequemste Fotorucksack. Aber warum ist das so? Nun, zum einen habt ihr hier vorne an der Rückenpartie ein Meshgewebe, was sehr atmungsaktiv ist. Und der Lendenwirbelbereich ist nochmal extra gepolstert. Der Gurt ist ebenfalls ein Meshgewebe und den Hüftgurt könnt ihr natürlich auch in der Länge ganz einfach verstellen. Den Hüftgurt könnt ihr natürlich auch rausziehen, das heißt, wenn ihr ihn nicht braucht, wenn ihr nur irgendwie mit einer Kamera und einem Objektiv in der Stadt unterwegs seid, könnt ihr den Hüftgurt einfach rausziehen und der stört dann nicht weiter. Ist natürlich befestigt mit einem Klett, aber lässt sich dementsprechend auch einfach entfernen. Kommen wir nun zu den Schultergurten. An dem linken Schultergurt habt ihr einen Reißverschluss und an diesem Reißverschluss habt ihr eine Tasche mit Platz für einem Smartphone. Wenn ihr dieses Handy nicht benutzt, habt ihr hier nochmal ein Band drin, wo ihr zum Beispiel euer Mikrofon dran klippen könnt. Ihr seht es, an diesem Gurt hat der Keeper Belt von Peak Design Platz und der passt hier auch sehr gut drum. Dann habt ihr noch ein, zwei Haken und Ösen, die ihr benutzen könnt. Am rechten Gurt habt ihr eine weitere Tasche. Diese Tasche kann man aufklappen und in dieser Tasche habt ihr Platz für eine Wasserflasche. Finde ich auch sehr durchdacht, dass nicht das ganze Gewicht auf dem Rücken ist, sondern es wirklich dann vorne und hinten verteilt ist. Die beiden Schultergurte könnt ihr tatsächlich in der Höhe verstellen, je nachdem wie groß oder wie klein ihr seid. Ich bin relativ klein gewachsen und habe für mich festgestellt, dass die Position S für mich am bequemsten ist. Und das Faszinierendste an diesem Rucksack ist, an diesen Gurten ist, dass ihr mit dieser Lasche hier oben könnt ihr quasi euer Gewicht an die Schulter ranziehen. Das heißt, ihr habt den Rucksack auf, habt den Brustgurt eingestellt, habt den Hüftgurt eingestellt und könnt über diesen Gurt hier quasi das Gewicht nochmal zu den Schulterblättern ziehen. Finde ich sehr, sehr genial. Den Brustgurt ist ebenfalls in der Länge verstellbar. Ihr habt einen Gummizug mit diesem Brustgurt und ihr könnt den Brustgurt natürlich auch an dieser Nische hier in der Höhe verstellen. Kommen wir jetzt zu dem Herzstück eines jeden Fotorucksacks, der Bereich, wo die Kamera versteckt ist. Anders wie bei den meisten Fotorucksäcken lässt sich der Shimoda Explore zur Seite öffnen. Fand ich erst gewöhnungsbedürftig, aber nach 3-4 Mal öffnen hat man sich tatsächlich daran gewöhnt. Und der große Vorteil ist, wenn man es zur Seite öffnet, dass nichts rausfallen kann. Der Rucksack steht ja mal ein bisschen höher und wenn ihr den nach unten öffnet und ihr oben etwas reingesteckt habt, kann es sein, dass es rausrutscht und dann in den Dreck landet. Das ist bei der seitlichen Öffnung nicht der Fall. An dieser Öffnung habt ihr hier nochmal ein Laptopfach. Dort hat ebenfalls ein 16 Zoll MacBook Platz. Ich habe keins, ich benutze dieses Fach für meine Filter, die ich habe. Hier seht ihr jetzt das Herzstück. Das ist die Core-Unit, die ich mir extra dazu gekauft habe. Das ist die Medium Mirrorless Version. Mirrorless ist nicht so hoch wie die DSLR Version. Reicht für meine Verhältnisse aber auch. Und ihr seht hier oben jetzt das Mesh. Von hier hätte ich ebenfalls nochmal Zugriff auf dieses Mesh. Fach und natürlich auch von unten. Das Sony 200-600, wenn ich es denn oben reinpacke, würde sich quasi hier befinden. Ich kann es von hier nicht rausnehmen, aufgrund der Rundung hier.
Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich mache oben einfach den Reißverschluss aus und kann es von oben abnehmen. In dieser Medium-Core-Unit habe ich Platz für meine DJI R3. Es geht der DJI RC2-Controller rein mit zwei Akkus. Und das Fach, was jetzt hier leer ist, da liegt das, die Sony A7 IV angeschlossen an dem Sony 1635. Das geht hier rein. Unten habe ich noch ein kleines Guerilla-Pod und die Osmo Action 3 draufgelegt. Einfach nur zu Demonstrationszwecken, was hier unten alles noch reinpassen könnte. Wenn der Rucksack jetzt liegt und ihr eure Kamera-Equipment daraus nimmt, wollt aber noch ein paar Meter nach links oder nach rechts laufen, weil ihr da vielleicht eine bessere Komposition gefunden habt, dann ist das mit dem Rucksack wirklich super einfach und auch das ist wirklich durchdacht. Ihr habt oben und hier unten habt ihr jeweils eine Schlaufe und könnt dann den Rucksack ganz einfach ein paar Meter weiter rüber tragen, ohne das Kamerafach wieder schließen zu müssen. Warum ist dieser Rucksack ein Premium-Rucksack? Nun, die Reißverschlüsse könnt ihr alle mit einer Hand bedienen. Das heißt, ihr müsst den Rucksack nirgendwo festhalten, weil sich der Reißverschluss verhakt, sondern ihr könnt das wirklich alles mit einer Hand könnt ihr das bedienen. Das funktioniert an jedem Reißverschluss, auch der oben, der ein bisschen runder ist. Der und auch, wenn ihr an eurer Kamerafach haben wollt, ihr habt zum Beispiel Handschuhe an, zieht einen Handschuh aus, was allerdings auch mit Handschuhen funktioniert und könnt dann mit einer Hand könnt ihr den Reißverschluss in einer Bewegung aufmachen und kommt dann so an euer Kamera-Equipment ran. An der Seite hier habt ihr noch eine weitere Schlaufe, die könnt ihr benutzen, wenn ihr mit dem Rucksack fliegt und ihr wollt ihn nicht immer auf dem Rücken haben, sondern könnt ihn quasi einfach auf euren Koffer stellen, den Griff des Koffers einfach hier durch und dann habt ihr den Rucksack quasi seitlich auf eurem Koffer liegen und entlastet so euren Rücken. Was kostet dieser Fotorucksack? Nun, der Fotorucksack kostet auf dem deutschen Markt aktuell 322 Euro. Das ist sehr viel Geld für einen Rucksack. Allerdings bekommt ihr auch wirklich sehr viel geboten. Aus Sicht eines Fotografen, der wirklich mit vielen Gegenständen unterwegs ist, ist dieser Fotorucksack nahezu perfekt durchdacht. Ich weiß immer, wo meine Gegenstände sind. Ich komme schnell daran und er ist auch wirklich sehr bequem. Diese 322 Euro beinhalten aber nicht die Core Unit. Das heißt, für diese 322 Euro bekommt ihr einen Rucksack ohne das Kamera-Innenleben, wo ihr eure Kamera verstauen könnt. Die Core Unit kostet je nachdem, für welche Größe ihr euch entscheidet, von bis. Ich habe für meine Core Unit, ich glaube, 105 Euro bezahlt und bin damit auf jeden Fall auch zufrieden. Das heißt, alles drum und dran kostet der Rucksack ungefähr 430 Euro und der Preis ist in meinen Augen tatsächlich auch gerechtfertigt, weil man muss sich ja immer überlegen, was ist an Wert in diesem Rucksack? Was kostet die Kamera? Was kosten die Objektive? Die Drohne? Das Stativ? Und möchte ich, dass das alles geschützt ist? Ja, natürlich möchte ich das. Und das ist es definitiv in dem Shimoda Explore 30 V2. Bedanken möchte ich mich bei fotoprofi.de. Ich habe diesen Rucksack mit eigenem Geld bei fotoprofi.de gekauft. Ich habe kein Arbeitsverhältnis oder kein Werbeverhältnis mit fotoprofi.de, sondern ich bin von deren Kundenbindung und Kundenfreundlichkeit einfach begeistert. Ich hatte mir eine Core Unit bei dem noch gekauft, die allerdings zu groß für diesen Rucksack waren. Und obwohl die es auf ihrer Internetseite nicht anbieten, konnte ich diese Core Unit kostenfrei zurücksenden. Nach dem Kauf hat man mir noch eine E-Mail zukommen lassen, ob auch wirklich alles in Ordnung mit dem Artikel ist. Und dickes Daumen an Fotoprofi, dass die so eine hohe Kundenfreundlichkeit und Kundenbindung haben. Auch mit der Marke Shimoda stehe ich in keinster Weise in irgendeinem Vertrag. Dieses Review mache ich einfach nur, weil ich finde, dass es wenige deutsche Reviews zu der Marke Shimoda gibt. Und mir war es wichtig, dass ihr seht, dass in diesem Explorer auch ein Sony 200-600 Platz hat. Das wurde mir in keinem anderen Review, wurde mir das so nahegebracht, wie ich es bei euch jetzt gemacht habe.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert doch gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. In der nächsten Zeit werden jetzt öfter Videos in Form eines Reviews kommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Spaß macht. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem dieser nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.